Karotten enthalten viel Vitamin A. Ich sage es noch einmal. Karotten enthalten viel Vitamin A. Wem fällt etwas auf? Richtig, mein unsachgemäßer Sprachgebrauch bezüglich Vitamin A. Genau genommen enthalten Karotten überhaupt gar kein Vitamin A. Siehe hier. Was viele nicht wissen, hat Grünzeug ebenfalls sehr viel Pro-Vitamin A, sprich Carotinoide. Nur dass das Chlorophyll, eben das Beta-Carotin, als Farbstoff übertönt und deshalb wirkt dieses Lebensmittel nun mal nicht orange. Es ist auch falsch zu denken, Vitamin A ist gleich Retinol. Vitamin A ist eher eine Bezeichnung für eine Stoffgruppe, die einen Ionoring enthalten, ja, und damit so gesehen zu den Ionoderivaten gehören. Wovon oft geredet wird, ist das Provitamin A, die Carotinoide, welche unterteilt sind in Beta-Carotin, Alpha-Carotin, wobei eigentlich das Beta-Carotin das Wichtige ist, die Vorstufe für das Vitamin A. Davon enthalten Pflanzen reichlich und unser Körper ist in der Lage, es sehr leicht zu Vitamin A durch das Enzym Beta-Carotin-15-15-Monooxygenase umzuwandeln und es ist in der Leber zu speichern. Frank Med Adel und seine Arbeitsgruppe führten 2004 eine wissenschaftliche Studie an der Universität Liverpool durch, in der der Zusammenhang von UV-Strahlung und sekundären Pflanzenstoffen untersucht wurde. Zunächst wurde gemessen die Malondialdehyd-Konzentration vor 6 Stunden UV-Strahlung und nach 6 Stunden UV-Strahlung mit Beta-Carotin, ohne Beta-Carotin, mit Vitamin A, E, ohne Vitamin E. Malondialdehyd ist ein hochreaktives Dialdehyd. Es entsteht biochemisch als Abbauprodukt von mehrfach ungesättigten Fettsäuren und ist ein wichtiger Bestandteil für oxidativen Stress. Der oxidative Stress, wenn diese hohe energetische Strahlung eben auf deine Haut trifft, ist das für deinen Körper in gewissem Maße auch Stress. Das ist natürlich sehr klug gewählt, da unsere Haut einen eigenen mehrfach ungesättigten Fettsäurestoffwechsel hat. Gerade Omega-6-Fettsäuren spielen eine entscheidende Rolle dabei. Man sieht hier, dass vor der 6 Stunden Bestrahlung kaum Malondialdehyd gebildet wurde und nach 6 Stunden sehr viel durch die Oxidation eben von zum Beispiel Omega-6-Fettsäuren, ja, durch Trennung der Doppelbindung aufgrund von zu viel Aktivierungsenergie, H mal Nü, des Lichtstrahls eben gebildet wurde. Was aber auch beobachtet werden kann, ist, dass eine Verringerung durch Vitamin E bzw. Beta-Carotin von 20% bzw. 25% erreicht wurde und damit als Anti-Aging-Food jetzt offiziell deklariert werden kann. Es ist klar, dass Beta-Carotin kein Wundermittel ist und du jetzt nie wieder Sonnenbrand haben wirst, wie viele prophezeien wirst und so weiter, wenn du Karotten und ein bisschen Grünzeug isst. Das ist eher nicht so. Nur man sieht hier ganz klar in dieser Studie belegt, dass es schon einen positiven Einfluss hat. Nur jetzt habt ihr einfach mal einen Zahnstrahl sozusagen und wisst, zu welchem Maße das überhaupt passiert. An der Universität Wisconsin-Madison forschten 2006 Mandy Porter-Dosti und ihr Team daran, welche Beta-Carotin das Beste für uns Menschen bezogen auf den Gehalt und die Bioverfügbarkeit ist. Wie man sieht, wurden zwei Gruppen gebildet. Bitte nur die blau markierte einmal auf diese konzentrieren. Was direkt auffällt, ist, dass die violette Karotte, also Purple Carrot, obwohl die gar nicht orange ist, mehr Beta-Carotin enthält als die orangene. Und, naja, viel mehr Alpha-Carotin noch. Das nochmal zum zurückwirkenden Vergleich mit dem Grünkohl zum Beispiel. Das nicht immer orange sein muss, ein Lebensmittel, damit es auch viel Beta-Carotin enthält. Wie man hier ganz klar sieht. Des Weiteren wurde noch Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt, die in der Gruppe 1, die noch höher dosiert waren, als die violette Karotte selbst. Na, sieht man hier. Nochmal zur Verdeutlichung, dass das Supplement hier mehr Beta-Carotin im Vakuum liefert an das Tier, als alle anderen Karotten. Und auch hier nochmal zu sehen, dass die lila Karotte mehr enthält als die orangene. Das Interessante jetzt, hat man die Konzentration in der Leber der Säugetiere gemessen. Und man sieht hier, dass trotz höchster Ausgangskonzentration bei dem Nahrungsergänzungsmittel, es sich höchstens so viel davon gebildet hat, wie in einer Orangenkarotte, die erheblich weniger lieferte, im Vakuum betrachtet, vorher zur Ausgangskonzentration. Aber trotzdem dieselbe Bioverfügbarkeit aufweist. Was verblüffend ist, ist doch jedoch, beide sind klar unterlegen der lilanen Karotte. Jetzt ist noch viel wichtiger, ob das Provitamin A auch umgewandelt werden kann in das Vitamin A, was für unseren Körper ja wirklich essentiell ist. Ja?
Spannung steigt. Wie ist eure Vermutung? Vielleicht Pause drücken und mal in die Comments schreiben. Wäre mal ganz spannend zu wissen. Und hier ganz spannend, dass das Supplement anscheinend gar nicht so gut geeignet ist zur wirklichen Bildung von Vitamin A, da trotz die orangene Karotte weniger Beta-Carotin enthielt, aber jetzt den Körper veranlasst, mehr Vitamin A zu bilden. Antiproportional sogar. Das ist schon sehr, sehr signifikant und man sieht auch hier wieder ganz, ganz klar, dass die lilane Karotte wieder beiden auf jeden Fall überlegen ist. Und ganz klar nochmal hier bei dem Alpha-Carotin sieht man, dass die lilane Karotte auf jeden Fall weit überlegen ist und das Supplement eigentlich, ja, wie gesagt, unbrauchbar ist in diesem Fall und die weiße Karotte allgemein in dieser ganzen Studie so gesehen schlecht abgeschnitten hat. In dem zweiten Test wurde die orangene Karotte höher dosiert, dass es genauso viel Beta-Carotin hatte wie die lilane. Und es wurde noch eine Zuchtform eingesetzt, die extra viel Beta-Carotin reingezüchtet worden ist, was für mich jetzt eigentlich so gesehen relativ uninteressant ist, deshalb möchte ich es eher vernachlässigen. Doch ich möchte noch hier ein Augenmerk darauf setzen, wenn wir es betrachten, dass die weiße Karotte gar kein Beta-Carotin enthält und gar kein Alpha-Carotin enthält, aber trotzdem mysteriöserweise veranlasst den Körper, Vitamin A zu bilden. Und das ist für mich ganz, ganz klar, dass es hier irgendeinen Wirkungsmechanismus gibt, beziehungsweise Stoffe in den Karotten, die nicht genau das assoziieren, beziehungsweise mit Beta-Carotin gleich Vitamin A, sondern es muss noch irgendwas anderes in der Karotte sein oder ein bisschen anderen Wirkungsmechanismus noch gibt, der uns noch völlig unbekannt ist. Aber anscheinend hier wohl kein Forschungsbedarf lief, hat, weil die Wissenschaftler auch einfach keine Ahnung hatten in der Studie. Ja, mit diesem Faszinosum möchte ich mich verabschieden und wenn ihr eine Wahl habt, dann wählt orangene über weiße und lilane über orangene, wenn ihr noch etwas mehr Gesundheit haben wollt. Ja, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal.